Welcome to Marrakech. Heute zeige ich euch, was ich so an einem Tag alles gegessen habe. Diese Sandwiches findet ihr fast überall. Da ist gemischtes Fleisch drin mit etwas Gemüse und Gewürze. Und dieses Sandwich ist einfach nur richtig saftig. Missimmen müsst ihr auch unbedingt ausprobieren, falls ihr Calvin Klein Original Unterhosen braucht. Diesen palästinensischen Shawarma-Stand soll es angeblich 4-mal geben. Wenn ihr eins davon seht, probiert es unbedingt aus. Es schmeckt überragend crazy. Kostenpunkt 4,50 Euro pro Stück, aber es lohnt sich. Sufyan Sarib ist ein Teppichhändler. Bei ihm gibt es auch richtig schöne Dekos für zu Hause. Aber ich war wegen dem beeindruckenden Rooftop dort, wo ich meinen Nana-Tee genossen habe. Es ist ein Besuch wert. Dann war ich bei diesem kleinen Tajin-Imbiss. Da, wo es am hässlichsten ist, schmeckt es einfach am besten. Abends auf dem Jemelefna-Platz gibt es dann Streetfoods. Hab schön geschmortes Lammschulter gegessen, wo sogar Pablo Escobar war dort essen. Die haben sogar ein Foto mit ihm. Ich konnte es einfach nicht glauben. Lasst es euch schmecken.